Stelis war eine sehr mutige Frau, mit dem Schwert in der Hand zog sie durchs Wunderland. Sie schlug alles nieder, was ihr im Wege stand, so hinterließ sie eine rote Spur aus Blut im Sand. Diese Alice lief zu tief in den Wald, eingesperrt als Sünderin für ihre Gewalt. Kein Tränen, keine Flucht, alles schon zu spät. Was mit dir geschah, wird sich nun weiter erzählt. Der zweite Alice war manchen schon zu zahm, doch sang er den ganzen Tag hier im Wunderland. Seine Gedanken mit nichts als seinen Liedern gefüllt, erschuf er eine ganz und gar wahnsinnige Welt. Dieser Alice war die Rose der Blumen, ein schielender Mann schoss auf ihn, kein Lied soll mehr erklingen. So blühte diese Blume rot nur an diesem Tag, alle Menschen liebten ihn dafür, dass er starb. Die dritte Alice war ein hübsches Mädchen, die schönste Gestalt, die man fand hier im Wunderland. Verführte viele Leute, brachte sie um den Verstand, ein komisches Reich entstand so durch ihre Hand. Diese Alice war die Königin ihres Lands, besessen von dem Traum von Chaos, der sie ganz verschlang. Angst davor, dass ihr Körper schwand, lebte sie noch in Angst, wo die Herrschaft des Landes doch ihren Höhepunkt fand. Auf dem Weg durch den Wald, den Pfad entlang, wo man zuvor doch noch unterm Rosenstrauch Tee trank, mit einer Einladung vom Schloss im Wunderland, dem Herz der Spielkarten. Alice Nummer 4 war ein junges Zwillingspaar, voller Neugier Hand in Hand hier im Wunderland. Durch die Tür in eine Welt voller Lug und Trug, gerade erst dort angekommen, wohin es sie verschlug. Die große Schwester viel zu stur, der kleine Bruder ein schlauer Kopf, kam in die Helles Nummer 1, immer näher jedoch. Ihr Traum hat sich nicht erfüllt, die ganzes Leben lang, nicht fähig noch aufzuwachen, im Wunderland gefangen.